Diesmal holte Bollmann weiter aus. Die Technik war die gleiche, die Faust auch. Nur der Jühl war ein anderer. Seine Knie knickten ein, er wurde blitzschnell um die Hälfte kleiner. Dabei drehte sich sein Oberkörper nach rechts. Der Arm des Riesen schoss vor wie ein Pfahl und rannte eine Gasse in die Luft. Bollmann fing seinen Schwung auf den Zehenspitzen auf. Aber einen Augenblick stand er still wie das Denkmal eines Diskuswerfers. Das war ein Augenblick zu lange. Der Jühl wirbelte aus der halben Hocke herum. Seine rechte Faust krachte in die Magengrube des starken Gastes, haargenau auf den Ballantine-Whisky. Es klang, als fiele ein Pflasterstein aus dem zweiten Stock in einen Eimer Marmelade. Ich legte vor Schreck die Hand auf den Magen. Herrn Bollmanns Mondscheinantlitz wurde noch fahler. Er öffnete den Mund und hustete japsend. Der Whisky schien in seiner Speiseröhre nach oben zu klettern. Dann kam der Jühl aus der Hocke hoch und mit ihm seine linke. Sie klappte die Kinnlade des anderen wieder an den Oberkiefer. Alles wie im Drehbuch. Es sah schlecht aus für Herrn Bollmann. Sein Mädchen schien das auch zu empfinden. Darling, hör doch auf! Aber Darling hatte die Übersicht weitgehend verloren. Er schlug blindlings einen Halbkreis von oben nach unten, aber wo er hinschlug, da war kein Jühl. Er wischte nur unsere sämtlichen Gläser vom Tisch, wie das in einer Filmkeilerei so üblich ist. Dann schlug er mit dem Kinn zu und traf mit voller Wucht auf Jühls rechte Gerade. Das war zu viel. Auch sein gestreifter Zweireiher vermochte ihn nicht mehr aufrecht zu halten. Er fiel nach hinten mit drei Barhockern polternd um und schlief sofort ein.